Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Hellsinger. Wir sind immer noch in der Hölle Nihil und müssen hier die drei Marterungen erledigen. Meister des Exorzismus, der Abschlachtung und der Riesenschlechter Teil 3. Und das ist so mal das Ziel für heute. Oder wenn es viel zu lange geht, zumindest ein Teil davon ist das Ziel für heute. Führe 30 Kills per Exorzismus aus. 35 Sekunden Zeit plus 25, 15 und 10 Sekunden pro Kill per Exorzismus. Wir haben Persephone und den Höllenraben. Ich glaube, der Höllenrabe scheint mir hier besser zu sein. Na komm. Direkt mal aktivieren. Mal gucken, wie es wird. Ja, weil es ist so gut. Nur 5 Kills mit Exorzismus. Komm, lad das Zeug auf da. Und weiter geht's. Sehr gut. Und wieder aktivieren. Wo sind die nächsten? Sekunden habe ich noch Zeit. Und aktivieren. Scheiße. Ja, das geht ab, du. Also der Höllenrabe, der gefällt mir extrem. Den machen wir mal schnell so, ein bisschen zu heilen. Aktivieren wir es mal wieder, aber zur Sicherheit. Sehr schön. 10 Stück brauche ich noch. So, die nächste Welle, komm. Sehr gut. Mach doch überwunden. Best try. Ja, mit dem Exorzismus und dem Höllenraben kann man ja so richtig geil Flächendamage machen. Und durch die vielen Hits, die man macht, relativ gut aufladen. Das war ja easy. So, Meister der Abschlachtung. Glacia lässt sich nur durch Kills per... Oh, shit. Kills per Abschlachtung. Okay. Höllenhunde, Terminus und Pass. Schlachte 25 Dämonen ab. Oh, jemine. Das könnte ein bisschen heavy werden. Ich glaube, da nehme ich besser Pass. So, einer. Weiter. Komm schon. Ist der viel Damage. So, jetzt aber. Und weiter geht's. Nummer 6. Sie sollen mehr von den Kleinen bringen. Ja, weil sie so geil. Na komm. Wunderbar. Das Gute ist ja, wenn man die per Abschlachtung töten muss, muss man sich keine Gedanken über die HP machen. Überhaupt gar keine Gedanken. Kannst du jetzt mal bitte 13, so.
Okay. Komm jetzt. Sehr gut. Mal schon 14. Und immer noch 40 Sekunden Restzeit. Ich nehme schon die Höllenhunde für den da. Und zurück zu Pass. Hallo? Ja, geht doch. Hab ich richtig gedrückt. Und wieder Pass. Pass, die Höllenhunde, Entschuldigung. So, jetzt habe ich beide getötet, okay. Aber den hier zuerst. Ich hab doch gedrückt, verdammt nochmal. Ich bin nicht mehr im Takt. Scheiße. So, jetzt wieder. Okay. Weiter geht's. Komm, noch zwei. Scheiße, verpasst. Okay. Warum musst du jetzt wegspringen? Easy, first try. Okay. Wenn perfekte Bewertungen erlangt, dann nimmt der Zorn um 20% zu. Das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit und jetzt ist auch der Riesenschlechter. Lösche Horden von Elite-Dämonen aus. Oh Gott. Töte 10 Elite-Dämonen. 55 Sekunden Zeit. Plus 45, 40 und 35 Sekunden pro Elite-Dämon-Kill. Ja, da nehme ich natürlich die Höllenhunde. Definitiv. Das kann heavy werden. Schon tot. Okay. Nicht mal den ersten erledigt. Oh je, du. Oh, das könnte eine schwierige Marterung werden. Das könnte ein bisschen dauern, bis ich das erledigt habe. So, Marterung betreten. Zurück zu den Höllenhunden. Er macht halt richtig heftigen Damage. Schon wieder tot. Also, ist jetzt nicht gerade easy, ne? Hä? Mache ich das denn am besten? Oh Gott, ja, am besten müssen wir auf Abstand bleiben. Ja, komm jetzt, den ersten haben wir. Sehr gut. Dann machen wir hier den Exorzismus hin. Ich muss mich heilen. Ja, ich muss das Schwert nehmen. Oder auch nicht. Ja, aber hier muss ich das Schwert nehmen.
Geht der als Elite-Dämon durch? Wahrscheinlich schon, ne? Komm jetzt. Sehr gut. Bisschen heil. Ja, wir haben noch 40 Sekunden Zeit. Das ist easy. So, abschlachten, damit ich HP krieg. Da steht aber generell wenig HP, ne? Wunderbar. Ja, man kann sich gar nicht heilen hier, okay. Das ist natürlich unangenehm. Ein bisschen weggehen. Sechs Elite-Dämonen muss ich noch töten. Oh mein Gott, ey. Aber ich habe immer noch 40 Sekunden. Da kann ich heilen. Scheiße, ich hab nur noch das Schwert. Okay. Das ist aber der letzte, oder? Easy, Marturum überwunden. Oh, das ging jetzt aber flott, du. 12 Minuten für alle drei Marturungen. So schnell war ich, glaube ich, noch nie. Dein Zorn kann niemals unter 4 fallen, betrete Höllen auf dem Wert mal 16. Das ist ein geiler Bonus. Das ist ein geiler Bonus. Dann haben wir noch zwei Höllen vor uns. Acheron ist die nächste. Die machen wir allerdings im nächsten Part, denn für heute ist Schluss. Ich bedanke mich beim Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.